Willkommen zurück, ich bin Adam Wilczek und heute machen wir weiter an unserem kleinen Taschenrechner. Ich dachte mir, dass wir vielleicht so ein paar Zahlen, also ein paar Veränderungen hier an diesem Taschenrechner vornehmen. Und zwar werden wir heute so Ereignishändler lernen. Was sind Ereignishändler? Wenn ich hier irgendwo reinklicke und zum Beispiel was verändere, dann könnte so ein Ereignishändler reagieren. Und ich werde es jetzt einfach mal euch an diesen Textboxen zeigen. Wenn wir zum Beispiel jetzt das Plus drücken, so, ja. Dann rechnen wir hier die Addition aus. Wir könnten aber automatisch immer, wenn wir hier die Zahl ändern, ja, sollte hier rechts eigentlich nicht immer, dass ich hier zu Text klicken muss, sondern automatisch der Text angezeigt werden. Also sobald ich hier eine Veränderung durchführe, sollte sich hier rechts auch etwas verändern. Und das will ich eigentlich mit euch heute machen, ja, dass es automatisch geht, dass ich nicht immer den Button klicken muss und es gibt da mehrere Möglichkeiten und wir starten einfach mal mit einer sehr einfachen und sehr komfortablen. Dazu gehen wir am besten mal hier in unser Programm. Was habe ich denn hier für einen Fehler? Jetzt kann es natürlich sein. Ja, Moment. Ich bin wieder im falschen Film. Jetzt ist gut. Das liegt daran, ich kopiere mir an der Stelle von die Tutorials, also Taschenrechner Version Nummer 8. Ich bin schon Teil 8. Und da ist es so, dass wenn ich Visual Studio öffne, es noch im alten Verzeichnis arbeitet. Das heißt, jetzt arbeite ich im Verzeichnis 8, also in Teil 8 und dann passt das auch. Deswegen kam gerade eben dieser Fehler. Also am besten einfach mal alle Fenster kurz schließen und wieder aufmachen und dann ist der Fehler weg. Ist noch ein Bug, glaube ich, der so nicht sein sollte. Aber ist ja egal. Wenn man davon weiß, kann man es machen. Also kann man damit umgehen. So, wichtig ist erstmal, wir wollen jetzt erstmal mit dieser Zahl 1 anfangen und dort diesen Ereignishändler einfügen. Und C# bietet eigentlich die Möglichkeit, schon solche Standardereignisse automatisiert vorkonfiguriert zu nehmen. Wir werden das auch später mal selber programmieren. Aber wir nehmen uns erstmal einfach eins aus der Maske. Und zwar hat man hier die Möglichkeit, von Eigenschaften auf Ereignisse umzuschalten. Also jetzt gehe ich hier auf Ereignisse und jetzt gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich zum Beispiel Maus Down mache, also wenn ich da reingehe, es wird auch hier erklärt, was das Ereignis ist. Wir suchen uns das so ein Standardereignis und Standardereignis wäre zum Beispiel eine Aktion, Value Change, ja, tritt ein, wenn sich der Wert im Auf- und Absteuerelement ändert. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ihr könnt hier einfach doppelt reinklicken, ja, und dann erstellt sich automatisch hier der Code. Da würde ich das am besten machen. Und eigentlich ist es schon unser Event-Händler fertig. Das heißt, sobald ich hier den Wert ändere, führt das Programm automatisiert diesen Bereich aus. Ja. Und das heißt, wir müssen eigentlich an der Stelle nicht viel machen. Wir haben ja unseren Code beim Button und ich tue das mal jetzt mal raus. Und diesen Code, den wir im Button haben, den füge ich einfach hier unten ein. Und das war ja nochmal, dass wir einen Bereich, wenn Zahlen kleiner als 20 sind, dann haben wir diese Art von Konvertierung verwendet oder Funktion, Methode benutzt. Ja, Methode war es. Und wenn wir größer waren, dann haben wir einfach den Bereich benutzt. Ja, also dann haben wir den Else-Fall benutzt. Das heißt, wir haben hier nochmal ganz kurz das If wiederholt. Starten wir einfach mal das Programm, ob das auch so funktioniert, wie es soll. Jetzt drücke ich mal eine 2, dann ändert sich das auf 2, drücke ich eine 3. Ändert sich auf 3, drücke ich mal, also gebe ich eine 15 ein. Natürlich muss ich immer mit Enter bestätigen, aber dann sieht man auch 12, 12, 10. Ja, was? 12, 10. Das ist aber nice. 12, 14. Stimmt mit 12, 10 schon wieder los. Müssen wir gleich gucken. Jetzt habe ich da noch einen Bug drin, den ich beim letzten Mal nicht gesehen. 16 habe ich da aus Versehen. Hier einen Fehler bei der 12. Wieso fügt er denn bei der 12 eine 10 ein nochmal? 15, 12, 10, ja. Ja, ich habe hier es einfach falsch geschrieben. Dann ist ja klar, dass das ein Fehler ist. Ja gut, das habe ich beim letzten Mal irgendwie nicht bemerkt. Ist ja nicht so schlimm. Habe ich jetzt, korrigiere ich jetzt einfach. Dann schließe ich das einfach. So, 15.
12, 10, keine Ahnung. Ah ja, ich habe halt nicht aufgepasst. So, okay, dann ist das schon mal fertig. Ja, also wir können hier dann automatisch den Text einfügen. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn das Formular startet, dass hier auch schon die Texte mit 000 stehen, sondern nicht hier irgendwas Leeres. Es gibt zwei Möglichkeiten. Man könnte jetzt hergehen und hier den Text belegen mit 0. Die elegantere Version gibt es, wenn man zum Beispiel sich das Formular anklickt. Da gibt es auch Methoden. Ja? Und es gibt eine Methode, die ist eins ganz praktisch, die ist onLoad. Das heißt, beim Laden des Formulars soll irgendwas passieren. Und da könnten wir auch schon die Aktion durchführen, dass wir da automatisch was zuweisen. Jetzt muss ich sie nur kurz suchen. Verhalten. Ich glaube, da ist es dann beim Close. Also beim Closing, da gibt es auch die Möglichkeit, wenn das Fenster geschlossen wird. Und hier ist das tritt ein, wenn der Benutzer das Formular lädt. Das ist der Zustand, wenn wir das Formular geladen haben. Und das verwenden wir jetzt auch. Und hier an der Stelle können wir jetzt das darüber kopieren und verwenden. Jetzt ist es natürlich so, ihr seht, ich verwende einen Code doppelt, ja, und dann sollte man sich überlegen, ob man das nicht auslagert. Also sobald man einen Code doppelt benutzt, wird man wahrscheinlich mehr als noch einmal benutzen. Das heißt, man sollte eigentlich immer sich überlegen, ob man das als Methode oder sprich Funktion auslagert. Jetzt lassen wir es erstmal so. Wir werden das einfach im nächsten Teil mal Richtung objektorientiert gehen und das Ganze mal ein bisschen schöner machen. Jetzt starten wir es einfach mal kurz und schauen uns das Ganze mal an und man sieht, es ist mit initialisiert mit 0 und die anderen Felder sind noch nicht mit 0 initialisiert. Das heißt aber, das müsste man jetzt noch ergänzen. Für euch also eine kleine Aufgabe. Zum nächsten Mal ergänzt einfach mal die ganzen Felder, sodass es auch funktioniert. Das war jetzt ein kurzes Tutorial über diese Event-Händler, ja, dass wir sozusagen Verknüpfung haben und dann irgendwas ausgeführt wird. Und das sind eigentlich schöne Elemente, weil man mit denen sehr schnell was Effektives herstellen kann. Wir brauchen also diesen Button hier auch nicht mehr zu Text, weil wir alles sofort mit dem Event-Händler lösen können. Das heißt, den kann ich auch komplett löschen. Und für euch wird noch die Aufgabe sein, dieses und dieses Textfeld kurz zu ergänzen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin Adam Wilczek. Bis zum nächsten Mal.